Im heutigen Tutorial zeige ich dir, wie du hochglänzende Resinergebnisse bekommst, ohne zu schleifen. Zuerst habe ich mir wie immer etwas Harz angerührt und färbe es jetzt in zwei unterschiedlichen Farben ein. Also einmal habe ich mir die Drop-In-Farbe in Purple genommen und einmal in Türkis. Ja, was soll ich sagen, das sind einfach meine Lieblingsfarben. Dann habe ich das Ganze eingerührt. Um hochglänzende Ergebnisse zu bekommen, muss auch eure Form zwingend notwendig hochglänzend sein. Ist eure Form innen matt? Dann bekommt ihr auch ein mattes Ergebnis. Das heißt, die Formen für zum Beispiel Zuckerguss und so weiter, die werden immer matt gemacht und somit bekommt ihr auch ein mattes Ergebnis. Was auch noch wichtig ist für ein schönes Ergebnis, kauft euch ein Harz, was gut selbst entlüftet. Also ich arbeite hier mit dem Epodex Pro System bis zu 2 cm und es entlüftet quasi von ganz alleine. Ihr seht auch nachher nochmal auf dem Foto, da hat es keine Mikrobläschen drin und so könnt ihr ganz einfach richtig, richtig tolle Ergebnisse erzeugen. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu beachten, leert das Ganze sehr langsam ein. Ja, also nicht reinschütten und denken, das wird schon passen. Gerade bei solchen Druzy-Formen macht es Sinn, das sehr, sehr langsam einzugießen, weil ihr so eben dem entgegenwirkt, dass sich irgendwo noch eine größere Luftblase festhängt. Hier habe ich jetzt zum Beispiel diese einzelnen Steine aufgefüllt und dann erst den ganzen Rest. Und so mache ich das bei den ganzen anderen auch. Also ihr seht, ich gieße da relativ vorsichtig rein, mache da auch immer ein kurzes Päuschen mit dazu und dann gieße ich das Ganze voll auf. Ihr könnt zum Beispiel auch die Farben, so wie hier, direkt einfach mal mischen. Durch das Aushärten vom Epoxidharz zieht sich das Ganze ja zur Mitte hin zusammen. Es entstehen richtig coole Muster. Das sind jetzt alle Formen, die ich mit dem Pro-System gut bearbeiten kann. Ja, also die eine ist ein bisschen höher, aber ich habe im Moment um die 17 Grad in meinem Atelier. Und deswegen kann ich wirklich guten Gewissens auch ein bisschen drüber gehen mit der Gießhöhe. Seid ihr aber Anfänger, dann passt damit ein bisschen auf. Also ich habe zum Beispiel auch immer das Pro für bis zu 2 cm und das Pro Plus bis zu 5 cm. Und somit habe ich ungefähr 99% alle meine Formen abgedeckt damit. Und auch hier seht ihr wieder, ich gieße sehr, sehr vorsichtig ein und lasse dem Harz quasi damit die Zeit, wirklich in diese einzelnen Vertiefungen reinzulaufen. Noch ein Tipp dazu wäre, lasst das Harz nicht so lange angelieren, sondern rührt es an und füllt es schon direkt in eure Form rein. Und so hat das Harz dann in der Form genügend Zeit zum Entlüften. Und auch in solche feinen Druzy-Formen wie die hier zum Beispiel. Ihr habt gesehen, ich habe so ein bisschen eine schwenkende Bewegung gemacht. Das sorgt auch dafür, dass das Harz einfach überall hinlaufen kann und sich ordentlich verteilen kann. Ich hätte es auch einfarbig machen können, ich hätte auch noch mehrere Farben nehmen können. Das ist natürlich Geschmackssache. Die Drop-In-Farben sind natürlich optisch super schön, weil die nachher noch so durchschimmernd wirken. Ich möchte die gerne auf meine Fensterbank später legen und wenn die Sonne dann da drauf scheint, die verblassen nicht, also nicht so wie Alkoholinks. Die sind ziemlich UV-stabil und ihr habt natürlich einen schönen Eyecatcher. So, jetzt habe ich noch eine kleine Form hergenommen mit so ganz süßen kleinen Druzy-Formen. Da mache ich später dann Schmuck draus und habe die jetzt einfach mal türkis ausgegossen. Ihr seht, ich habe ein bisschen zu viel angemacht, aber ich habe natürlich immer auch Formen für Reste noch über und gieße die dann da ein und dann geht nichts verloren. Ihr wisst, ich bin Schwabe, ich spare immer und für jeden mit, von dem her passt es so auf jeden Fall. Ja, und 24 Stunden später kann man das schon ausformen. Und jetzt schaut mal hin. Also, das ist wirklich so ein Wow-Erlebnis. Guckt euch mal an, wie krass dieser Stein jetzt funkelt. Und quasi wie die Form. Und das ist eigentlich so das Geheimnis. Wenn ihr eine matte Form habt, dann wird das Ergebnis auch matt. Dann könnt ihr schleifen oder mit Klarlack behandeln. Oder ihr schaut direkt schon beim Kauf, dass ihr glänzige Formen habt. Ihr seht auch hier manchmal so am Rand, ist so ein bisschen matt. Also auch die Kombination macht es natürlich auch aus. Das gibt natürlich spannende Effekte, ja? Wenn man sagt glänzend und matt in der Kombination. Das schaut natürlich auch sehr, sehr cool aus.
Die gehen ein bisschen schwerer raus, aber guckt mal, wie die funkeln. Und auch diese mehrfarbige Geschichte, finde ich, macht es super spannend. Auf den war ich auch sehr gespannt, weil ich ja da auch unterschiedliche Farben mit reingegossen habe und dachte, ja, mal sehen, ob das noch zu sehen ist. Da hat sich zum Beispiel ganz gut gemischt. Die wirken eher so teilweise ein bisschen dunkler. Aber schaut mal, wie das funkelt. Und ihr könntet zum Beispiel dann auch noch mit Glitzer arbeiten. Ja? Wenn ihr es noch funkelnder haben wollt, dann gießt einfach ein bisschen Glitzer mit rein. Das wäre jetzt so ein Herz mit einem feinen Druzy. Und da seht ihr, der Rand ist matt und innen drin funkelt's. Und das finde ich halt mega spannend. Schaut euch das mal an. Außen matt. Und hier funkelt's. Ja, das ist schon richtig, richtig nice. Und das nächste. Mega. Also, ich liebe ja diese Steinform. Ich glaube, ich werde mir da auch noch ein paar gießen, um andere Projekte damit zu verschönern. Gell? Also, es gibt ja ganz, ganz viel so Geodenart und sowas. Da könnt ihr eure Steine selber gießen damit und dann eben weitere Kunstwerke damit verschönern. Also, ich liebe diese Steinformen. Ich werde die wahrscheinlich gießen, bis die Formen ausgebrannt sind und vermutlich dann noch mit einer Gießmasse und die dann bemalen oder so. Also, ja, die kann man ja dann fast unendlich verwenden. Das war jetzt die höhere Form. Da muss ich mal gucken, wie ich es rauskriege. Aber das Silikon scheint auch schön weich zu sein. Und zack, schon draußen. Und der ist super spannend, weil schaut mal, ihr habt da nicht nur die glatte, glänzende Oberfläche, sondern auch noch so einen richtigen Druzy-Effekt auf der anderen Seite. Mega spannend gemacht. Also, das ist einer meiner Favoriten, muss ich sagen. Traumhaft schön. Und jetzt kommen natürlich noch die Minis. Die könnte man zum Beispiel auch mit UV-Harz machen, gell? Das wäre natürlich auch spannend. Ich habe natürlich noch ein Foto für euch mit allem zusammen. Und wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder mit einem neuen und spannenden Tutorial. Und wenn ihr Interesse habt an noch mehr spannende Videos, ich verlinke euch hier direkt mal welche, dann klickt doch da einfach mal drauf. Ich danke euch und freue mich. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Thank you.